Hi, Lieben. Heute wollte ich gerne mal ein kleines Update geben über Louis, also so wie seine Entwicklung gerade ist. Er ist jetzt 8 Wochen alt und ich habe mir ein paar Notizen gemacht, was so alles bisher passiert ist in seiner Entwicklung, wie er schläft, wie es mit dem Stillen ist und so weiter und so fort. Von Geburt an werde ich erzählen, so ein bisschen Schritt für Schritt, mal sehen, ob ich das hinkriege. Genau, und ich würde sagen, ich fange am besten gleich mal an. Ja, er ist ja am 31.01. geboren. Ich habe ihn schon ja spontan entbunden. Die Geburt hat 7 Stunden insgesamt ungefähr gedauert mit Wehen. Das habe ich aber auch im Geburtsbericht schon erzählt. Und ja, dann dachte ich eigentlich, dass wir nach 3 Tagen nach Hause dürfen. Durften wir dann aber leider nicht, weil der Kleine dann gelb war. Das heißt, er hatte ein bisschen gelb so. Und dann gab es halt die Möglichkeit, dass ich ihn stille. Und es ist also halt sehr oft anlegen musste. Und da kommen wir auch schon zum Stillen. Wie da so die Geschichte war. Durch die Gelbsucht ist er halt sehr schwach gewesen an der Brust, beziehungsweise er hat getrunken, ist aber relativ schnell dann dabei eingeschlafen und ich habe ihm am Ohr gekitzelt, am Fuß gekitzelt, aber er ist einfach weiter eingeschlafen. Und deswegen kam sozusagen, ja, wenn man stillt, ist ja erstmal diese wässrige Milch. Und dann, wenn je länger das Kind dann trinkt, desto dicker wird dann die Milch und das ist dann die nahrhafte. Und da er halt so schnell eingeschlafen ist, hat er immer nur die wässrige Milch gekriegt. Und das war halt doof durch die Gelbsucht, weil er eigentlich das Nahrhafte brauchte. Und so war dann, ja, sollte ich dann Milch abpumpen. Und ja, aber zu der Geschichte würde ich gerne nochmal ein extra Video machen, speziell was das Stillen angeht und wie man da auf seine Instinkte einfach hören muss. Ich sage nur mal kurz dazu, dass ich mich dann dagegen entschieden habe, weil ich auf jeden Fall stillen wollte und meine Milch ist wirklich am zweiten Tag eingeschossen und ich hatte sehr viel Milch und deswegen war es mir einfach zu schade. Aufgrund, ja klar, dass er gelb war, war mir natürlich wichtig, dass es weggeht. Und ich habe da einfach auf meinen Instinkt gehört und sehe da, wir durften dann am Freitag nach Hause, also noch am fünften Tag, weil es wirklich dann gut geklappt hat. Ja, aber wie gesagt, ich wurde ein bisschen gezwungen dazu, die Milch abzupumpen. Und ich habe aber einfach das gemacht, wozu ich dachte, was richtig ist. Ja, auf jeden Fall waren wir dann zu Hause und der Kleine hat sich sofort pudelwohl gefühlt. Er hat auch relativ gut geschlafen, was auch durch die Gelbsucht kam. Er war auch immer noch ein bisschen gelb und das sollten wir halt beobachten. Und am sechsten Tag, Lebenstag, ist dann auch sein Bauchnabel abgefallen. Und am siebten Tag kam meine Hebamme und deswegen haben wir ihn dann gleich gebadet, weil der Bauchnabel so früh abgefallen ist. Und ja, das Baden hasst er und er hasst es heute noch, weil ich weiß nicht warum, aber ich habe so das Gefühl, dass er sich an irgendwas von der Geburt erinnert. Das war irgendein Trauma, ich weiß nicht warum, aber er schreit beim Baden genauso, wie als er auf die Welt gekommen ist. Das ist genau der gleiche Schrei. Er hört dann auch nicht mehr auf zu schreien und das war halt im Kreißsaal der Fall, als er auf die Welt kam. Er hat nicht aufgehört zu schreien, so dass dann auch der Kinderarzt kam, weil die Hebammen sich ein bisschen Sorgen gemacht hatten, warum er so schreit. Aber der Kinderarzt sagte, dass alles okay ist und das war dann auch okay. Es muss irgendwas mit der Verbindung Wasser zu tun haben, weil auch wenn ich ihm im Gesicht rumwasche mit einem Waschlappen, er hasst es und ja, es ist total schade, weil Mila das Baden immer total genossen hat und das so ein kleines Ritual bei uns war bei Mila, dass wir sie abends gebadet haben und sie dann ins Bett gelegt hat und sie auch relativ gut dann geschlafen hat. Aber das klappt bei ihm überhaupt nicht und ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen ändert, weil das ist absoluter Stress, wenn ein Kind nicht baden möchte und man leidet ja irgendwie mit, wenn das Kind schreit und schreit, aber es muss ja auch mal gewaschen werden, ne? Er hat auch von Anfang an den Schnuller genommen, die hatte ich mit im Krankenhaus. Und ja, das hat super geklappt. Da bin ich auch sehr, wirklich sehr froh drum, weil das so eine Erleichterung ist, auch wenn man draußen mit dem Kinderwagen unterwegs ist, dann, ja, dann bei Mila war es halt immer so, ich musste dann stehen bleiben und ihr den kleinen Finger halten. Und bei ihm ist es einfach, ich packe den Schnuller rein und kann weiterfahren. Er ist aber eigentlich ein sehr guter Kinderwagenfahrer, was Mila ja auch nicht so war. Und das freut mich auch ein bisschen, weil gerade wenn man noch ein Kind hat und man darauf angewiesen ist, diesen Doppelwagen praktisch mitzunehmen und beide Kinder irgendwie zu versorgen, weil Mila läuft zwar auch gerne zu Fuß, nur das Problem ist, sie läuft halt auch gerne dahin, wo ich nicht hin möchte und auch sehr schnell. Und wenn ich den Kleinen dann in der Trage oder so hätte, dann wäre das echt ganz schön anstrengend.
Aber ich trage ihn auch sehr gerne und auch sehr viel. Gerade im Haushalt, das kann ich immer wieder sagen, holt euch ein Tragetuch, weil ihr kommt einfach viel, viel mehr zu mehr. Ja, und das, also ich trage auch sehr gerne und das Schöne ist einfach, die Kinder fühlen sich wohl, die Kinder sind ruhig und es ist einfach irgendwie das Schönste, was man dem Kind dann ja auch geben kann, die Nähe. Und ja, ich sag mal so, er ist glücklich, Mila ist glücklich, weil ich mich mit dann auch mit ihr beschäftigen kann. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch gerne so ein Video dazu sehen möchtet, wie das so ist mit zwei Kindern. Ja, habe ich mir so überlegt, das wäre, glaube ich, ganz gut, so darüber mal zu sprechen, ob man der richtige Zeitpunkt kommt oder ist, weil das haben mich ganz viele gefragt. Dazu kann ich jetzt nur kurz sagen, man muss es, glaube ich, einfach selbst entscheiden, wann man bereit dazu ist und auch sich darauf einstellen, dass es wirklich hart ist und anstrengend ist mit zwei Kindern. Ja, beim zweiten Kind muss ich aber sagen, man ist entspannter in vielen Sachen. So zum Beispiel Mila habe ich anfangs, glaube ich, alle 2 Stunden gewickelt. Diesmal wickele ich ihn, wenn ich das Gefühl habe, die Windel ist voll. Und ja, ich wickele ihn, also ich habe ihn anfangs, die ersten Wochen habe ich ihn nachts, glaube ich, 2-3 Mal gewickelt. Jetzt manchmal nur noch einmal und ich glaube, ein paar Nächte haben wir ihn auch gar nicht gewickelt. Er trägt übrigens Windelgröße 2 jetzt, also hat er auch schon relativ früh. Ich glaube, wir hatten die 1er-Größe nur die ersten 3 Wochen vielleicht. Und ja, er ist halt ein großes Kind. Dann mal was zu mir zwischendurch in den ersten Wochen, beziehungsweise gerade im Krankenhaus. Ich habe sehr viel geweint, also ich hatte ja, meine Hormone haben so ein bisschen verrückt gespielt und es war einfach auch ein bisschen Überforderung, kann ich ehrlich sagen, was mit 2 Kindern halt einfach so ist, wenn du nach Hause kommst oder einfach halt, ich bin nach Hause gekommen, habe mich total entspannt gefühlt, weil ich angekommen bin und dann ging es aber wirklich in den Alltag. Du hast 2 Kinder zu versorgen, du möchtest deiner großen Tochter natürlich auch die Liebe geben, die sie braucht und jetzt ist der Kleine wach. Wie ihr seht, der kleine Mann ist hier bei mir. Das ist so das nächste Thema, man kann ihn nicht ablegen, also höchstens vielleicht mal 5 Minuten, aber ansonsten muss er immer auf den Arm und ja, er schreit dann auch wirklich, bis man ihn auf den Arm nimmt. Also es ist nicht so, dass man sagt, komm, lass ihn mal ein bisschen meckern, er schreit dann wirklich. Er ist kein Schreikind, muss man sagen, aber er weiß auf jeden Fall, was er will. Und er ist halt auch schon, finde ich, sehr, sehr kräftig. Er kann seinen Kopf schon sehr gut halten, konnte er aber von Anfang an sehr gut. Und er weiß auf jeden Fall, was er machen muss, um zu kriegen, was er will. Aber ansonsten muss ich sagen, ist er eigentlich ein liebes Kind. Ja, und jetzt mal zum hauptsächlichen Thema, das Schlafen. Die ersten Tage waren richtig toll. Ich habe ihn gestillt und hingelegt und er hat 3 Stunden geschlafen. Aber es wurde von Tag zu Tag anders. Und zwar waren wirklich die Nächte richtig schlimm, weil er einfach wach war. Er wollte betütelt werden, er wollte getragen werden. Und das hat wirklich an den Nerven auch gezogen. Und ja, bei Mila war es halt so, ich habe sie gestillt und sie ist sofort eingeschlafen. Die habe ich im Liegen gestillt meistens und ich bin dabei dann mit eingeschlafen. Und ja, ihn stille ich auch im Liegen meistens, weil ich einfach zu kaputt bin nachts, um mich da wirklich in Position zu setzen und zu stillen. Und das ist einfach für uns beide sehr bequem. Er ist aber halt auch so ein kleiner Rülpser, er muss immer Feuerchen machen, weil er sonst wirklich nicht zur Ruhe kommt. Das quält ihn dann und ja, da muss er ein Feuerchen zwischendurch machen. Ja, was ist denn los, hä? Wir machen gerade ein Video von dir. Ja. Nee? Magst du nicht? Genau. Und bei ihm ist es halt, ich still ihn und er ist danach meistens erstmal wach. So wie jetzt, ich habe ihn gerade gestillt und ja, ihr merkt, er ist wach. Ich habe die Vermutung, dass es damit zusammenhängt, dass meine Milch wirklich sehr schnell fließt und er sich kaum anstrengen muss. Er müsste eigentlich nur den Mund aufmachen und die Milch würde von alleine fließen. Und ich habe das Gefühl, dass er dann davon einfach nicht müde wird, sondern ja, er muss sich halt nicht anstrengen und deswegen wird er halt nicht gefordert. Er ist jetzt 8 Wochen und es ist besser geworden langsam, also die Nächte pendeln sich so langsam ein, dass er weiß, okay, es ist nachts, also ich glaube nicht, dass er es weiß, aber
Er hat mehr diesen Rhythmus, dass nachts einfach länger geschlafen wird. Und das klappt meistens ganz gut. Er wird so zwischen 5:30 und 6 munter, wo ich ihn dann auch erstmal nicht mehr zum Schlafen bekomme. Und dann ja, versuchen wir uns aber leise durch die Wohnung zu begeben, dass die anderen dann nicht wach werden. Manchmal klappt es, dass ich dann auch nochmal eine Stunde mit ihm dann schlafen kann. Und ja, bis Mila dann wach wird. Ja, dann die Wachstumsschübe. Er hatte einen Wachstumsschub mit 4-5 Wochen circa. Das war wirklich auch sehr anstrengend. Also einen Wachstumsschub merkt man meistens. Ich habe jetzt keine App oder ein Buch, wo ich das nachschlage, wann der Wachstumsschub kommt, weil mich das einfach, glaube ich, stressen würde, zu sehen, okay, heute ist es soweit und sich mich dann dazu rauf zu verkrampfen. Und ich glaube, man achtet dann einfach viel mehr drauf. Und ja, wir überbrücken die Wachstumsschübe mit Stillen und starken Nerven. Ja, der zweite war jetzt gerade. Und ja, stillen, stillen, stillen. Man hat zwischendurch echt das Gefühl, man hat keine Milch mehr, weil die Brüste so schlaff getrunken sind. Aber glaubt mir, das reicht. Und ja, sie müssen sich halt holen, was sie brauchen. Weil je älter die Kinder werden, desto mehr Milch muss ja produziert werden. Und deswegen müssen die trinken und trinken. Und er ist manchmal dann auch sehr unzufrieden, weil er eigentlich gar nicht mehr so wirklich Hunger hat. Schreit meine Brust dann an, will sich wieder andocken. Ja, auch da ist wirklich gut, dass er einen Schnuller nimmt, weil man kann da so ein bisschen auch Zeit schinden. Genau, das zu den Wachstumsschüben. Ach, und dann zum Thema Bauchschmerzen, Koliken. Er hatte die ersten Tage so ein bisschen mit Bauchschmerzen zu kämpfen, was womöglich an meiner Ernährung gelegen hat. Die Hebamme meinte ein bisschen, das hängt mit dem Krankenhausessen zusammen. Er hat auch einen roten Po, was dann aber auch schnell vorbeiging, als wir zu Hause waren. Aber sie hat mir so viele Sachen aufgezählt, die ich nicht essen sollte. Und ich habe es einfach ausprobiert. Ich habe alles gegessen und ich esse immer noch alles. Er hat sich vielleicht mit manchen Sachen so ein bisschen gequält, aber ich glaube, sein Magen hat sich so dran gewöhnt. Und ihm geht es wirklich super, egal was ich esse. Ich muss eigentlich keine Angst haben, dass er Bauchschmerzen bekommt. Und wenn er Bauchschmerzen hat, trage ich ihn im Fliegergriff oder massiere seinen Bauch ein bisschen. Zäpfchen haben die ihm bis jetzt noch nie gegeben, weil es wirklich nicht so schlimm war. Einmal haben wir ihm Lefax gegeben und das hat ganz gut geholfen. Und bei ihm löst sich aber meistens der Pups ganz schnell und dann ist wieder alles gut. Ja, da haben wir wirklich Glück, dass wir nicht so zu kämpfen haben mit den Bauchschmerzen und mit Koliken. Und ja, das ist immer schon dann, glaube ich, ganz schön anstrengend für Mamas, wenn man macht und tut und das Baby schreit und schreit. Das tut ja dann auch weh im Bauch. Aber wir kommen ganz gut klar, ne? Märchen, möchtest du dich nochmal zeigen? Hast du da Haare im Gesicht? Dann hatten wir die U3 und das Hüftscreening. Das Hüftscreening hatten wir zuerst. Das war perfekt, da war nichts auffällig. Dann hatten wir die U3 und ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber er hat wirklich viel zugenommen. Ich glaube, er wiegt jetzt, weiß ich gar nicht, wie viel er wiegt, aber er hat da schon über 4 Kilo gewogen und hatte, glaube ich, 59 cm schon. Er trägt jetzt Kleidergröße 62, auch das, finde ich, ging wahnsinnig schnell. Mila hat, glaube ich, noch 56 mit 8 Wochen getragen. Ihm war 50, hatten wir eigentlich kaum an, also ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen größer ausgefallen sind. Aber eigentlich 50er Sachen haben wir noch neu, die ja, hat er einfach nicht an, weil sie nicht gepasst haben. Gerade Hosen, er hat sehr lange Beine, glaube ich. Und ja, da guckten immer die Beinchen so doll raus. Ja, dann nochmal zu mir, so zu der Zeit nach dem Krankenhaus. Ich hatte sehr starke Nachwehen, auch im Krankenhaus, da habe ich dann auch Schmerzmittel bekommen. Das war sehr unangenehm, gerade beim Stillen. Und das ging aber auch so nach 5 Tagen war das vorbei. Ich hatte keinen Bruststau und ich hatte diesmal auch gar keine entzündeten Brustwarzen. Ich hatte ja wirklich Panik davor. Ich habe nicht einmal Brustwarzensalbe benutzt. Die ist bei mir auch noch verpackt und zu. Habe ich umsonst gekauft, aber egal. Ja, ich war nur, als ich zu Hause war, hatte ich Fieber. Also sofort, als ich zu Hause war, hatte ich Fieber. Aber ich glaube einfach, dass die Last und die Spannung so ein bisschen abgefallen ist und mein Körper sich einfach so, ja, zu Hause gefühlt hat. Aber das ging auch wirklich nur über Nacht und dann war es gut und mir ging es nächsten Tag richtig gut.
Aber ich muss sagen, dass ich sehr viel, sehr müde bin auch. Ja, ich will hier nichts schönreden. Mit zwei Kindern ist es einfach anstrengend. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Aber ich weiß auch, ja, man wird halt auch einfach belohnt mit so zwei Kindern. Ja, das ist schon schön mit dem. Ich will es auch nicht missen und ich finde, meine Entscheidung war richtig mit, ja, so einem kurzen Abstand, sag ich mal. Weil sie einfach sich gegenseitig jedes Mal haben und Mila kuschelt sehr gerne mit ihm. Aber man muss auch aufpassen, dass sie ihn nicht zertrampelt. Und dann mein Wochenfluss war relativ, ja, ging relativ schnell vorbei, wobei er diesmal, glaube ich, länger ging. Ich hatte zwischenzeitlich Tage, da hatte ich das Gefühl, dass es vorbei ist. Und nächsten Tag kam dann aber nochmal so ein Schwall. Aber jetzt ist er weg und ich glaube, das ist auch normal nach 8 Wochen. Ja, und Schwangerschaftsstreifen, ja, ich habe sie und ja, ich finde es nicht schlimm. Es ist so, wie es ist. Man kann es ja eh nicht vermeiden. Bei der ersten Schwangerschaft hatte ich es nicht so doll, aber mittlerweile sind sie auch schon... Aber mittlerweile sind sie auch ein bisschen verblasst. Sie sind nicht mehr ganz so schlimm. Der Bauch wird langsam ein bisschen straffer wieder, nicht mehr ganz so schluffi. Ja, da muss man einfach die ersten Tage drüber hinwegsehen, dass das nicht so ist, wie es mal war. Ja, ich bin mal gespannt, wie es in 6 Monaten aussieht. Ich werde jetzt mit der Rückbildung anfangen, habe ich leider noch nicht geschafft. Ist aber im Moment auch nicht so wichtig. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich sie vielleicht im nächsten Update beantworten oder vielleicht auch direkt in den Kommentaren. Kommt auf die Frage drauf an, weil... Manches wollen ja mehrere Leute wissen. Ansonsten hoffe ich, dass das Video jetzt nicht zu lang war und ich nichts vergessen habe. Und dann wünsche ich euch noch einen guten Start mit euren Babys. Und ja, einfach so allen Mamis viel Kraft und Geduld. Und ja, wir schaffen das. Und dann wünsche ich euch einen ganz schönen Tag und alles Gute. Tschüss!